Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Nach wirklich mehr als genug Zeit kann ich euch willkommen heißen zum dritten Teil meines 100 Abonnenten-Specials. Das Pokémon Mystery Dungeon Musikquiz gegen Fragezeichen Man. Unser Moderator ist der absolut geniale, weltbekannte, einzig wahre Motivationshydrant Olaf Nin 500, auch wenn er nicht im Skype mit dabei ist. Das Ganze war der zweite Versuch, das Ganze aufzunehmen. Das erste Mal hat nicht gut funktioniert, um es mal so zu sagen. Es gab so viele technische Probleme, dass wir es verworfen haben. Dieses Mal lief zwar das mit der Technik auch nicht perfekt, da Skype sehr oft Ladezeiten hatte, die relativ lang gedauert haben, als ich versucht habe, die Tracks zu machen und allgemein nicht gut auf die Aufnahme klargekommen ist, aber diese Wartezeiten habe ich euch kürzer geschnitten. Das Prinzip des Ganzen ist, wir haben insgesamt 15 verschiedene Tracks, auch wenn Fragezeichen mehr das über die meiste Zeit des Videos nicht verstanden hat. In einem natürlich alle aus der Pokémon Mystery Dungeon Reihe. Wir haben eine Liste von Tracks, die nicht vorkommen können, weil ich meinem Bruder gesagt habe, sie sollen nicht rein, wegen zum Beispiel viel zu einfach. Ich versuche mal aus dem Kopf gerade alle aufzuzählen, und zwar hätten wir da aus Team Rot und Blau, ich weiß nicht, ob Runaway mit drin war, auf jeden Fall Farewell. Und das Main-Theme aus Team Himmel, ebenfalls das Main-Theme, sowieso in jedem Teil. Dazu noch Don't Ever Forget, Through the Sea of Time und Dialga's Fight to the Finish. In Portal in die Unendlichkeit hatte ich nur das Main-Theme genommen und Olaf hat das auch ganz schön ausgenutzt, um es mal so zu sagen. Und in Super Mystery Dungeon das Main-Theme und Second Dark Matter Battle. Wir mussten immer schreiben, aus welchem Teil der Reihe der Track ist und welcher Track es ist. Hierbei hat auch eine Beschreibung des Ortes im Spiel gereicht, wenn wir eben jetzt zufällig mal nicht gerade auswendig den echten Namen des Tracks wussten. Für das richtige Spiel hat man einen Punkt bekommen, für die richtige Szene zwei Punkte. Es gibt sehr viele Szenen, die vielleicht jetzt euch sehr kontrovers erscheinen, bei denen wir uns absolut uneinig waren. Ich selber bin ehrlich gesagt, Hi-Fragezeichen-Man, vielleicht guckst du das. Ich bin selber der Meinung, ich war teilweise etwas arg großzügig und habe Punkte vergeben, wo man vielleicht keine hätte vergeben sollen, und selber welche nicht genommen, die eigentlich eindeutig welche wären. An einer Stelle vor allem, ich möchte jetzt hier nichts vorne wegnehmen, es war trotzdem ein sehr spannendes Duell. Wirklich bis zur letzten Frage. Ich kann euch empfehlen, dran zu bleiben. Aber zum Beispiel gab es eine Szene, da hat Olaf mir nach dem Quiz auch gesagt, er hätte mir die Punkte gegeben. Vielleicht habe ich das irgendwie hervorgehoben mit Text einfügen oder so. Naja. Viel Spaß mit dem Video. Ich schicke euch in den Skype-Chat. Zwei gibt. Oh, mein Handy, kann ich schon reinhören? Drei. Quiz 1 reinhören. Kannst dann die Lösung eingeben, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Dauert nur eine halbe Stunde zu laden bei mir. Okay, es wäre. Aber nicht. Es wäre soweit. Ich hab meine Antwort noch nicht eingetippt. Ist auch nicht meist. Eintippen sollst du schon, nur warten im Abschluss. Ja, ja. Geil, das ist die erste Frage und ich bin schon überfordert. Nee, warte. Wie heißt das Spiel noch? Ja, das kann ich. Wie heißt das Spiel nochmal? Das ist die professionellste Frage, die man hier stellen kann. Wenn ich keine Spoilerwarnung übrigens ausgesprochen habe im Intro. Spoilerwarnung. Sag, wenn du soweit bist, dass wir abschicken können. Hm.
bin soweit. Dann 3, 2, 1, abschicken. Kann sein, dass es ein bisschen später ankommt beim jeweils anderen, aber... Uff. Okay, komplett andere Antworten. Was ist das Void? Das Void, erinnerst du dich noch an die Story von Super Mystery Dungeon? Ja, ich hab's jetzt letztens durchgespielt. Die Welt des Nichts, wo Yveltal einen hinbringt. Wieso heißt das Void? Ich nenn's auf jeden Fall immer so. Können wir es bitte Nichts, Welt des Nichts nennen? Weil, okay. Folgendes. Ein Vortex ist was anderes als ein Void und ein Void ist anders. Ja, schön. Jetzt weiß ich genau, wo es ist. Zumindest Super Mystery Dungeon. Even if you weak. Ich recherchiere, wo der Track spielt. Ach nee, spielt zwischen den beiden dunklen Materiephasen. Dann heißt das 1-0, weil bei mir das Spiel passt und der Track bei keinem. Ja. Sehr gut. Machen wir weiter. Sehr gut, dass der erste Track gleich so schwer ist. Ich hätte so gerne einen Wie wer Track. Da kennst du jeden einzelnen auswendig. Ich keinen einzigen. Skype hat gerade wieder Bock zu schicken. Hallo! Nee, warte. Mein Skype gibt gar nichts mehr ein. Oh. Jetzt habe ich die Smileys geöffnet, ohne es zu wollen. Er hat schon den nächsten geschickt, danke. Alter, warum habe ich gerade so ein Brain Lag? Ich wusste, dass die Situation kommt. Ich kenne den Track in- und auswendig, habe aber keine Ahnung, wo genau er spielt. Ich bin bereit. Ich noch nicht. Never turn back. Oh. Mann! Das ist jetzt schon voll peinlich. Den Track kennt man, Alter. Warum fällt's mir nicht ein? Keine Ahnung. Sag mir, wenn ich es abschicken kann. 3, 2, 1, abschicken. Meins ist sowieso falsch. Aber zumindest einen Punkt werde ich haben, denke ich mal. Also ich bin mir 100% sicher, dass deins falsch ist, muss ich sagen. Wieso? Das müsste Temporal Tower sein. Ich kenne den Temporal Tower in- und auswendig. Ich habe den so oft gehört, das ist auf keinen Fall der Temporal Tower. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. Wirklich... 99%. Himmel, Power of Darkness. Olaf weiß ja. Hoffentlich auch. Ja, ja, jetzt fällt mir ein. Das ist diese eine. Hoffentlich, wann der spielt. Ja, das spielt in der Zukunft. Der dunklen Zukunft. Ja, aber irgendwo in der Zukunft. Das ist auf jeden Fall nicht das Main. In einem Dungeon. Das ist so ein Zufallslied, was einfach abgespielt wird. Nein, nein. Das ist es auch nicht. Da bin ich mir sicher. Erstens, weil Olaf keine... In den Kommentaren stand etwas von Darkrai. Achso, dann. Ja, ist vermutlich wirklich so ungefähr. Dort der Dungeon, wo du zum Darkrai gehst. Sag Bescheid, wenn du soweit bist, dann. Ja, ich bin soweit. 3, 2, 1, abschicken.
irgendwie habe ich das. Dangerous. Aha. Okay, gut, die Beschreibung merke ich mir. Hast du geschrieben, dass der Briefkasten gegessen wurde? Die Briefe von der Briefkasten. Ach so, lecker Briefkasten. Ich frage mich sonst immer, nehmen sie die? Nimm dir halt einfach die Briefe. Ja, das ist ziemlich genau deine Beschreibung. Das kann ich jetzt schon sagen. Das wäre dann... 2 Punkte. 3 insgesamt für dich. Das hieße, wir hätten 3-4, ja. Für dich. So. Dann sendet Olaf hoffentlich jetzt den nächsten Track langsam. 2. Oh. So, dieses Mal habe ich auch perfekt umschrieben. Obwohl, nee, warte, das ist falsch, das ist, oder? Keine Ahnung. Sag, wenn du soweit bist, meinst du sowieso wieder falsch. So, es wär's soweit. 3, 2, 1, schicken. Skype, danke. Ja, deins ist vermutlich eher, oder? Alter, sogar rot-blau, das wäre geil. 0 Punkte für eine Frage wäre richtig nice. Yay. Das wäre neuer Negativrekord für heute. 3 Punkte. Scheiße! Ja, gut! Ich muss dazu sagen, ich habe ja für das Game Musik zusammengesammelt. Und da gab es ein Battles-Theme, was auf das basierte. Deswegen habe ich mich dran erinnern können. Trauriger Smiley. Scheiße, das ist einer von den wenigen Tracks, die ich mir nicht merken kann. Oh, Olaf, ganz schnell dabei, nächste Runde. Ich würde gern was hören. Ah, das ist ja so einfach! Das ist so einfach. Sag, wenn du soweit bist. Ja, ich überlege noch. Es ist. Also, das war, finde ich, bisher der einfachste Track tatsächlich. Oder nee, Scheiße, Alter, nein. Das ist. Ich schwank zwischen 2. Doch, ja, okay. Wenn ich mehr als 3 Sekunden höre, kann ich es sicher machen. Es ist irgendwas mit Gefahr, das merke ich. Also ich schwank echt noch zwischen, ich schreibe auch mal den, oder nee, ich sag gleich was das andere ist, anstatt es jetzt noch dazu zu schreiben. Sag, wenn du soweit bist, dann. Ich schwank aus gerade zwischen 2. Nee, warte, oh. Warte, Mann, ey, es ist so bitter. Ich habe keine Ahnung, welches von den beiden das wirklich ist. Ich schreibe jetzt das andere hin. Ich weiß nicht genau, wie man das schreibt, aber scheiß drauf. So, hab schon was. Okay, 3, 2, 1, los. Skype, bitte. Ui, ja, jetzt wo du sagst. Ach, siehst du meins schon, bei mir steht meins ist noch nicht versendet. Und ich sehe deins noch nicht. Also wenn das jetzt... Ich hab die ganze Zeit zwischen
dem Palkia-Kampf ihm und Darkrai Zwirfinst geschwankt, wenn's jetzt da und hat die ganze Zeit Darkrai Zwirfinst da stehen. Wenn's das jetzt ist, dann bin ich frustriert. Nein, es ist Palkia, das ist logisch. Ich weiß, dass die beiden nicht so unterschiedlich sind, aber ich hoffe mal. Na, bei Darkrai ist es mehr, ist es nicht so du. Bei Darkrai ist es so dü. Ich hab hier gerade mein Handy nebendran und hab da den Track da gedownloadet. Ich höre mir den jetzt mal an auch. Du könntest mal die Punktzahl reinschreiben. Ich sehe noch gar nicht Olafs Antwort. Er hat schon die Antwort hingeschrieben. Ich hab die nicht bekommen. Hier steht Palkia. Also Himmel Palkia. Ah, es ist Palkia. Okay, dann haben wir jetzt. Gleichstellung müsste es, glaube ich, sein, oder? Nein, du liegst noch einen Punkt vorne. Yeah, einen Punkt. Ich hoffe, mein Sky. Ja, die Antwort von Olaf kommt bei mir halt einfach nicht an. Wie viele Drecks sind jetzt eigentlich los? Wir haben insgesamt 15, das heißt, wir haben noch 10. So. Oh, fuck. Fuck. Alter, ich kenne den Track auch in- und auswendig, habe aber keine Ahnung, wo der spielt. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder komplett falsch. So, ich bin fertig. Sag. Obwohl, warte kurz, ich hab's jetzt ein Wort auf Englisch geschrieben und. Dann 3. Oder bist du soweit? Jetzt geht's. 3, 2, 1. Ja, los. Ich bin soweit. Meinst du sowas von falsch? Ich höre nebenbei mal in Dings Darkrai Theme. Das ist sowas von falsch. Okay, doch relativ ähnlich, aber nicht ganz gleich. Sag Bescheid, wenn Olafs Antwort wieder ja, da. Ja, ist schon da. Ja, sehr gut. Ich sehe Olafs Nachrichten nicht mehr. Was ist es? Himmel Applewoods. Also. Der Apfelwald. Ah, jetzt kommt die Antwort. Der Apfelwald war das. Das heißt, du hast wieder einen Punkt Vorsprung mehr. Yay. Wenn ich die Nachricht noch abschicken dürfte, bitte Skype. Okay. Aber ich kann das noch aufholen. Einmal noch so eine Situation wie gerade bei Palkia und ich lieg vorne. Skype! Fuck, welches war das? Ich kenne das auf jeden Fall. Das Spiel weiß ich. Scheiße! Oder war das... Ich schwanke zwischen zwei. Ich glaube, wenn ich das jetzt mit einem anderen Track verwechsel, aber ich glaube, ich weiß sogar den richtigen offiziellen Namen. Sag, wenn du soweit bist. Ich schwanke nur zwischen zwei und... Wenn es das jetzt nicht ist, hasst mich sowieso jeder Zuschauer, weil das, was ich hier eingebe, ist vermutlich... Okay, ich schicke das jetzt einfach ab. 3, 2, nee. 1, los. Scheiße, mir ist Geld runtergefallen. Autsch. Nee, das Themaphob, das klingt anders, das ist. Ja, aber das von dir habe ich auch schon mehrfach gehört, das klingt auch anders. Okay, das kann man jetzt... Okay, what? Oh, das klingt anders! Nee, das Themaphob, das klingt anders, das ist... Das Themaphob, das klingt anders, das ist...
Eine Sekunde. Ich glaube, du hast gerade an Dreams and Hopes gedacht. Das verwechsel ich zumindest oft mit Theme of Hope. Und das hört sich anders an. Nein, ich hab an... Nein, es gibt zwei Theme of Hopes. Deswegen... Was? Ja. Wer denkt sich das aus? Keine Ahnung. Beide in, es gibt beide da ein... in dem Spiel. Ja. Es gibt da ein Massing Arrangement. Und das, was du eben. Das Arrangement ist aber an sich auch derselbe Track, nur noch mal ein bisschen anders. Ja, und ich habe dann den Arrangement gedacht. Wir haben jetzt einen Gleichstand, weil du das Spiel ja noch richtig hattest. Theme of Hope klingt anders. Den Satz merke ich mir. Okay, das ist eindeutig von dem Spiel. Ja, sehr gut, dass ich es noch nicht höre. Fuck, ich höre da einen Scheißdreck raus. Ist wär's. Ah, warte, scheiße, ich... Ah, das kenne ich... Wie hieß das? Googlest du jetzt ernsthaft? Nein, nein, ich google nicht. Ich überlege gerade, wie das hieß. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, wo das... Ah, Mann, ey! Ich umschreib's jetzt da. Ich sag mal nichts, gleich den Briefkasten auf. Bist du soweit? Ja. 3, 2, 1, so. Es gibt einen Hügel. Das wäre bei Super Mystery Dungeon. Nee, also der, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, der Dungeon ist die Sache. Das muss ja, ich nochmal gucken. Ist aus, ne? Tom, no ID. Ich google mal, wie der Dungeon hieß. Egal, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Super Mystery Dungeon. Nektarwiese. Fuck! Ich gucke jetzt trotzdem, wie der erste Dungeon von Portale hieß. Also, ich brauche wieder noch... Oh, Krampf! Das sagt mir ja gar nichts. Sag, wenn du soweit bist. Hä? Sag, wenn du soweit bist. Ich bin noch nicht so weit, weil... Ich hab auch am Anfang mit Olaf so gewettet, dass er einen Track reinnehmen wird, ohne ihm zu sagen, welcher das ist. Wenn der noch kommt übrigens, das habe ich bisher noch gar nicht gesagt, dann bin ich krass. Auch wenn er bisher noch nicht kam, den erkenne ich dann nämlich auch. Also sag dann eben, wenn du so weit bist. Gott, ich weiß, welcher Track das ist, aber... Ich nicht. Ich weiß, tickert die 10, aber mehr nicht. Mir kam es ehrlich gesagt so vor, als höre ich den gerade zum ersten Mal. Mir aus. Olaf schreibt, was will der jetzt schon? Beeil dich, ich glaube, der wird ungeduldig. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ah, jetzt fällt mir ein. Dann liegst du wahrscheinlich vorne, wenn ich gerade nicht mit allem Glück der Welt richtig rate. Bist du soweit dann? Klar ist. Boah, was will Olaf? So, geht schon, schick. Okay. Okay, ich hab da leicht andere Vermutungen.
Ja, ich weiß, dort wo du. Ich finde es trotzdem so super, dass es in dem Istridanischen Tal ein Dummiesel es gibt. Ja, Alter, mal im Ernst, sei ehrlich, hast du den jemals mit auf eine Mission genommen, wenn du nicht musstest? Nein. Ist so. Vor allem, und wenn, man so, wenn man gegen Ende dann immer so die Auswahl zwischen den ganzen Teammitgliedern hat. Ah, ja, okay, das ist, okay. Das ist, glaube ich. Warte, dann müsste das circa dort sein, wo meins ist, weil. Ja, oder? Ich wollte gerade. Weil da der Regenbogen kommt. Ich glaube, das. Fuck! Keine Ahnung! Ich schwanke aber noch 7-mal zwischen 2. Alter, so keine Ahnung! Sag mal ihn abschicken. Ich werde nicht mal das Spiel richtig haben. Okay, 3, 2, 1, abschicken. Ich werde sogar. Bei mir ist wahrscheinlich nicht mal das Spiel richtig. Ja, das könnte auch gut sein. Das Einzige, was ich irgendwie rausgehört habe, das ist vom 3DS. Ja, ist aus. Das hört man aber gut raus. Ja, das ist halt. Ich glaube, wir könnten auch theoretisch gesehen das von WiiWare raushören, weil. Sein WiiWare ist das auf einer Konsole erschienen. Wenn es überhaupt da wäre. Ich hab's nur 7 auf meiner Wii. Na, ich meine damit, wenn die Tracks hier im Quiz wären. Und was braucht Olaf so lange zum Schreiben? Oh, da wo du rest. Bei den Nachtszenen in der Schule. Oh, das heißt, ich war ja saunah dran. Also ein Punkt für dies, ja. Kein Punkt für mich. Also es ist irgendeine Stadt. Fuck, ich auch nicht! Ich bin soweit. Wie formuliere ich das? Ich habe gerade keine Ahnung. Okay, 3, 2, 1. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sogar keine Stadt ist, muss ich sagen. Was hast du überhaupt geschrieben? Ich sehe es nicht. Ah doch. Die Hauptstadt von Portale, wie hieß die? Wenn man sich mit Schwa und Ness unterhalten, ja, hat in einer Cutscene. Ich weiß gerade, wie die Stadt hieß. Poston, glaube ich. Auf Englisch, ja, oder? Ah, The Way Home, The Way Home. Super Mystery Dungeon. Ja, The Way Home, das ist, wenn du nämlich gerade Richtung nach Hause gehst von der Schule. Ah, ja. Das heißt, ich war schon wieder voll nah dran. Falsch. Aber zumindest ist es Ausgleich, weil du ein anderes Spiel hattest. Ja, und jetzt nehmen wir Super Mystery Dungeon und dann kommt Portal in den Edges. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich habe Olaf auch gesagt, er soll eigentlich die Spiele relativ ausgeglichen halten. Deswegen, wenn jetzt noch viel Super Mystery Dungeon oder Portale kommt, wird mich das ziemlich abfacken. Oder warte. Ich glaube, das ist genau der Track, bei dem ich gewettet habe, dass Olaf ihn reinnimmt. Wenn der das ist, dann. Dann will ich. Dann, Alter. Obwohl nochmal. So. Einen Moment. 3, 2, 1,
reinballern. Okay, ich sehe mal. Okay. Ja, ist es. Deins, oder? Ja. Ich sehe. I can hear you too, das ist nämlich da, wo zurückkommen. Ja. Scheiße! Ich hab gehofft, das ist Riesenkristallturm. Den habe ich von Anfang an gewettet, dass Olaf ihn reinbringt. Okay, Spiel haben wir. Weil den Track habe ich so oft gehört. Ich weil nicht. Mir da. Weil der mir einfach so gefällt. Ich hab nicht mal auf den Track geachtet. Warte, ich hab. Krieg ich jetzt 3 Punkte? Ah ja, ja ich hab 12. Ja, Entschuldigung. Passt. Ah, fuck, das hab ich 78.000 Mal gehört. Oh Gott, wie schreibe ich das? Fuck! So, sag, wenn du soweit bist. Ich überleg nur, ob die Beschreibung passt. Notfalls erklärst du dir die Beschreibung, okay? Wenn es echt der Track ist, den ich gerade denke, dann wäre das etwas arg. Das wäre okay, lustig. 3, 2, 1. Ja, das... obwohl, was? Ich tippe einfach dasselbe, was ich vorhin schon mal bei einem anderen Track getippt habe. Also, kurze Aufklärung, da gibt es einen Dungeon. Ich weiß, was du meinst. Ist man hoch und da... Der Gebirgspfad. Ja, der. Also... Super Mystery Dungeon. Ja, stimmt, ist Super Mystery Dungeon, okay. Also, vielleicht ist es dein Dungeon. GTI Hazy Pass. Warte, glaub, können wir Hazy beide mal zum Vergleich anhören, weil. Ich google, was Hazy Pass ist. Und ich hab geglaubt, das wäre aus dem. Nee. Noch 2 Tracks und du hast 1 Punkt Vorsprung. Das wird knapp. Am besten wär's jetzt, wenn wir wieder selbe Situation hätten und Gleichstand für die letzte Frage. Okay. Ich hab zwar keine Ahnung, aber ich glaube, das spielt während einer Cutscene. Ah, fuck. Fuck. Wo war das? Kann ich schon abschicken, oder? Noch nicht, ich hab noch nicht. Ah, Kacke! Ich kenne das Theme auf jeden Fall. Keine Ahnung. Abschicken. Na, stimmt, deins kann sehr gut sein. Ja. Beste Szene im Spiel, sind wir uns alle einig? Ja. Gott, was ist das? Die Szene, die keiner braucht. Ja. Okay, Finale. Das ist weder noch keins von unseren beiden. Letzte Frage, du liegst 1 Punkt vorne. Ich muss auf jeden Fall... Eigentlich ist es 14-15, oder? Nein. Wir haben... Oh, nee, warte. Ja, 14. Doch. 14. Ich habe irgendwie Super Mystery Dungeon gelesen und dachte, dass wir beide das Spiel zumindest hätten. Okay. Ich muss auf jeden Fall den Track richtig haben. Oder du darfst gar nichts richtig haben. Aber ich muss einen Track richtig haben, damit ich noch gewinnen kann. Oh weh, jetzt kommt was so Einfaches, dass wir es beide haben. Oh! Das ist gemein. Aua, was ist das? Das hab ich noch nicht. Okay, ich bin raus, du hast gewonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist.
Selbst wenn, ich hab auf jeden Fall alles falsch. Ich werd alles falsch haben. Was ist das? So, geht schon? Nein, noch nicht. Wenn meins jetzt stimmt, ist dann muss ich ganz weit los. Drei, zwei, eins. Hast sowieso gewonnen. Meins wird komplett falsch sein. Den Track habe ich noch nie gehört. Ist das überhaupt ein Track? Das ist für mich ein Geräusch. Ja, das ist auch für mich ein Geräusch. Ja, deins kann leider zu gut sein. Ich glaube, da... Weil es klang zu sehr... Nicht das 3DS, es klang mehr nur das 2DS. Ja, ich glaube, du hast gewonnen. Ich glaube, du hast gewonnen. Wenn es jetzt Portal ist, gehe ich übrigens Olaf zusammenschlagen. Kann der mal schneller schreiben? Ich will wissen, dass ich verkackt Rot, Blau, Dream. Okay, das wäre das als nächstes, genau. Ah, ich nicht. Weil du musst wissen, ich habe letztens was erforscht. Müsstest du was Interessantes wissen? Kurzes Fun Fact. Was denn? Du kennst den ersten Mystery Dungeon Teil, so wirklich gut, aber es klärt es kurz auf. Der erste Mystery Dungeon Teil hat eine Schattenwelt. Aha. Wo du gelandet bist. Und der Überschmäß, diese Schattenwelt, kommt im 20. Pokémon-Film vor. Okay. Ja, damit. Und die Schattenwelt, rate mal, was diese Welt ist. Mein Wohnzimmer. Genau, die erste Welt. Aha. Also nicht nur mein Wohnzimmer. Und jetzt habe ich dir jetzt ein Mindbrain verursacht, oder? Ungefähr. Mann! Okay. Das war's dann. Du hast gewonnen. Yay, ich hab gewonnen. Um einen Punkt, Mann. Ja. Hm. Knappe Sache, hat heute endlich mal irgendwie geklappt aufzunehmen. Finde ich gut. Glückwunsch fürs Gewinnen. Mein Skype hat gerade wieder Probleme. Danke. Danke. Dann, das war's mit dem Video. Mal gucken, wann ich den letzten Teil vom Abo-Special fertig krieg. Hoffentlich überhaupt irgendwann. Währenddessen könnt ihr euch gerne Pokémon Günther der Brocken-Story anschauen. Ich kann es nur empfehlen. Das gucken sich sogar genug an, würde ich sagen. Ja, aber es können immer mehr zuschalten und du weißt nicht, wer alles dabei ist. Manuel Neuer. Ciao. Okay, der ist nicht dabei, witzigerweise ist aber eine Musik damals dabei gewesen. Was? Ja, von Pokéfans gab es die Musikdatei, bei Pokémon Bad Black war die dabei. Von Manuel Neuer? Ja. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist genug Trash-Talk für das Video. Ich mach dann mal aus. Ciao. Okay.